Fußballfan? Prinz Oskar tobt mit Deutschlandball darum. Will Prinz Oskar von Schweden, 2, etwa in die Fußstapfen der WM-Helden treten? Zurzeit befindet sich die ganze Welt im Fußballfieber. Am Sonntag entscheidet sich, ob die Franzosen oder die Kroaten als Sieger des FIFA World Cups 2018 in Russland heimkehren werden. Schweden musste sich nach einer Niederlage gegen England im Viertelfinale aus dem Turnier verabschieden. Am Geburtstag seiner Mama Victoria, 41, stellt stolz sein Kicker-Talent zur Schau. Ganz schön flink, der royale Racker. Am großen Viktoriatag zu Ehren des 41. Wiegenfestes der schwedischen Kronprinzessin am 14. Juli, versammelte sich die skandinavische Adelsfamilie auch in diesem wieder auf der Insel Öland, um ausgiebig zu feiern. Doch statt mit den Erwachsenen abzuhängen, vergnügte sich Klein Oskar lieber mit einem Fußball. Das Besondere daran, es handelte sich um einen mit den Farben der deutschen Flagge und den charakteristischen 4 Sternen des Weltmeisters. Da konnte sogar der Papa und ehemalige Fitnessökonom Prinz Daniel von Schweden, 44, nicht widerstehen. Bei strahlendem Sonnenschein gönnte sich das Vater-Sohn-Duo ein Match auf dem Rasen. Die Verbindung zu Deutschland kommt allerdings nicht von ungefähr, immerhin hat die Oma des Mini-Prinzen, Königin Silvia von Schweden, 74, deutsche Wurzeln. Als Silvia Renate Sommerlath wurde, König Karl Gustavs, 72, Liebste in Heidelberg geboren. Nach ihrer Ausbildung am Sprachen- und Dolmetscherinstitut München heiratete sie schließlich in die schwedische Königsfamilie ein.